Hallo und herzlich willkommen zurück zum Biker DLC GTA. Zusammen mit so einem komischen Vogel mit dem roten Hut. Auch bekannt als der Presi. Was geht ab, Freunde? Okay, wir machen erstmal ein Ründchen Armdrücken. Ein bisschen Armdrücken. Max soll nämlich bald mal hier Vollmitglied werden und da gehört das noch dazu. So, warte, drücke zum Armdrücken, drücke um abzubrechen. Okay. Na los. Wie geht das jetzt? Machst du auch? Ich weiß nicht, wie man das macht, ne? Ja, warte, wir sagen kurz Stopp, bis wir beide wissen, wie es geht, okay? Ja, dann machen wir faires Gehen. Machen. Ach, das ist ja eklig. Das muss man dann machen. Einfach nur schnell A und D drücken. Nee, macht er nicht. Drück! Ich will GTA nicht beenden. Warte kurz. Komm. Nein, ich will's nicht beenden! Warte kurz. Das ist gemein. Das ist voll die Kacke. Ich hasse so ein Art. Boah, fuck. Was war das denn für ein Lame? Ich bin ständig auf E gekommen. Also ja, ich bin auch auf E gekommen zwischendurch. Da hat er aber nicht weitergemacht. Ja, also komm, eine kleine Revanche. Nee, das ist nicht cool. Okay, dann. Der Michael. Ja, du hast schon recht, dass das Rack beenden. Willst du das? Ja, wir wollen es wirklich beenden. Ja, ich hab verloren. Aber ich würde sagen, dann machen wir dich auch mal zum Mitglied. Ja, leg mal los. Guck ich mal, wie ich das mache. MC President, Motorradclub verwalten, Mitglieder, die Prototypen. Komm. Ich will erstmal noch. Ich kann dich zum Enforcer, Todesurteil, Prospect, Vice President, Sergeant at Arms oder Road Captain machen. Road Captain. Eigentlich wollte ich mir nochmal reinziehen, was wer genau macht. Ich glaube, der Sergeant at Arms ist eigentlich so ein bisschen für die Kriegsführung zuständig. Road Captain, eventuell für die Maschinen, man weiß es nicht, aber was macht dann der Enforcer? Knallt der andere weg? Wahrscheinlich. Schwer, ne? Ich kann auch sagen, Todesurteil, dieses Mitglied ist bereits Prospect, weiß. Okay, dann machen wir dich zum Road Captain. Ich kann nennen, das erstmal ein paar kleine Drinks. Noch ein. Okay. Auswählen. Dieses Mitglied ist bereits Road Captain. Okay, ich bin jetzt auch. Guck mal, jetzt bist du hier sogar unter, ne? Hier. Aufgeführt. Sauber. Im Club, mein Lieber, im Club als Road Captain. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich mal noch diesen letzten Job machen. Naja, den einen, den wir noch hatten, nicht hatten. Den ominösen mit der wirklich eher spärlichen Beschreibung. Nee, es gibt jetzt einen neuen. Weapon of Choice. Gesucht. Sorgfältiger Attentäter. Ziel und Arbeitsgerät exakt festgelegt. Belohnung bei Fertigstellung innerhalb der Vorgaben. Nur für Analfixierte. Hä? Ah, haben die es wirklich? Okay. Ja. Das es gibt noch Jailbreak, das hatten wir jetzt schon. Und By the Pound. Gesucht Kurierdienst für Betäubungsmittel. Gesunde Missachtung staatlicher Gesetze ein Muss. Bezahlung bei Erhalt besagter Substanzen. Ich will eigentlich mal alle machen, das heißt, lassen wir mit dem davor weitermachen und dann gehen wir nach und nach durch. Jailbreak hatten wir eben schon. Ja, Jailbreak hatten wir eben, das heißt, ja, wir machen jetzt noch einen Analfixierte. Okay. Schalte die Ziele aus. Okay. Auf die APC-Werkstatt. Aufs Batmobil. Ich mein Bike. So, Kickstarter mit sich. Der dritte Sack. Sauber. Okay, wir gehen. Ich bin gespannt. So, jetzt ruft wieder Mark an. Hi. Guck mal, die Sekunde. Ich bin noch leicht angetrunken. Wir müssen. Oh, ich hab die Regel verpeilt. Mhm. Schande über mein Haupt. Wo bist du jetzt lang gefahren? Komm mal zurück, Junge. Ich fahr doch einfach nur die Richtung, die mir angezeigt wird. Bei mir wird eine andere Richtung angezeigt. What? Ich fahr auch mal dahin. Ist okay. Steht bei dir auch, begib dich zum Filmset? Nee, ich soll mich zum Cluckingville Farms begeben. Ja, dann hat das vielleicht tatsächlich eine schöne Bedeutung. Ja, das dass könnte wir sein. Unterschiedliche Wege haben. Wir haben anscheinend jeder ein eigenes Ziel. Wir sehen uns in Nirvana, Alex. Ich wollte es eigentlich. Ich finde eher in Valhalla. Wir sind hier keine Hippies. Ach so, ich dachte eher, wie heißt nochmal diese komische Band? Nirvana? Ja, tatsächlich. Es gibt auch Nirvana. Deswegen komme ich da drauf. Aber auch, wir sind auch keine Grunge-Leute, wenn schon Rocker. Ja? Uff! Ja, wir brauchen eigentlich wirklich sowas Richtung Motorhead. Das ist cool.
Okay, also ich bin jetzt auf dem Highway. Ich muss ja, auf jeden Fall in die Stadt, so wie es aussieht. Ich guck's mir auch mal gleich an. Wo muss ich denn eigentlich nicht? Ich muss ganz in Norden in die Stadt. Okay. Nordwesten. Was sie sich hier für uns ausgedacht haben. Jetzt hätte ich ganz gern wieder mein Powerbike. Das habe ich mit großem Verlust verkauft. Den ganzen Rest hier irgendwie hinzukriegen. Ja, mein jetziges Bike ist cool. Und mein, das passt einfach mehr hier zum mein Massenkern und das Haus. Das ist schon Haus nennst du das, ja. Deine ja. Bude, Mann, deine Schietbude. Mich hier tatsächlich allein? Okay, ich kann jetzt nicht mehr anders. Ich muss auf ein paar Reifen schießen, während ich hier gegenfahre. Ich meine, wer will schon den bürgerlichen Komfort einer schönen Wohnung? Ich habe sogar noch den bürgerlichen Komfort. Ich habe immer noch in dem Hochhaus in der Innenstadt was. Du hast Dope. Das habe ich schon gecheckt. Nee, du hast ja auch noch in der Innenstadt ein Häuschen. Ja, das ist sowieso. Ein Apartment. Ein Luxus-Apartment. Ich prügel mal ein bisschen die Autos. Ich habe aber noch einen getunten Porsche. Aber der passt jetzt irgendwie nicht so ins Bild. Also der ist sogar noch auf Edel getunt, ja, nicht mal auf einen richtigen Pfister hier. Pfister. Okay. Okidoki. Ich glaube, ich habe echt auch noch ziemlich viel vor mir. Naja, was heißt nähern? Ich bin auch noch gut unterwegs. Ich meine, ich finde es sehr cool, dass unser Club da draußen so abgeranzt ist, aber für die Strecken ist es kacke. Na, ich bin jetzt ganz im Nordwesten und da passt es eigentlich. Also. Ja, ich muss noch. Ich meine, ich bin schon in der Stadt, so ist es nicht. Ich bin auch gleich da. 100 Meter vielleicht, dann bin ich da. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Ich finde ein bisschen doof, dass wir jetzt das Ganze nicht zusammen machen. Ich meine, wir sind doch auch ein Club. Ja. Warum macht jetzt hier jeder im Endeffekt seine Aktion? Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich damit dieser Mission eine positive Bewertung gebe. Ich muss jetzt ehrlich gesagt noch nicht so. Okay, ich bin da. Ich bin gerade nochmal gegengeklatscht, aber so prinzipiell liegt hier irgendwo eine Waffe. Hier ist so ein Ammunition. Okay, Leute. Bei mir liegt laut Bild hier auch eine Waffe. Hier liegt auch eine Waffe. Ich soll erstmal zu Cluckenball Farms. Ich soll mit der Bleispritze die killen, mit der Tommy Gun. Wo war die denn da? Ich habe die doch schon. Ist das ein Filmset? Okay. Ich bin auf irgendeinem Fabrikgelände, wo ein Metzger oder sowas kommt. Den könnte ich meine klatschen. Gehen wir durch. Okay. Okay, was hab ich hier? Ich hab hier einen Molotow-Cocktail? Ja, einen Molotow-Cocktail. Okay, ich soll das hier mit Molotow-Cocktail ausschalten. Das ist natürlich kurios. Machst du schon. Du musst einmal ein bisschen vorziehen. Ich glaube, ich krieg jetzt. Ich habe noch ein weiteres Ziel. Oder bist du bei Clunkenbell Farms? Ja, da bin ich. So, dann ist es vielleicht. Sind es nur die beiden. Ich guck mal, ob ich hier raufkomme. Dann mach den mal fertig. Vielleicht muss ich dann schon woanders hinfahren. Vielleicht sind es auch nur die zwei Ziele und es werden nur zwei das angezeigt worden. Kann auch sein. Okay, ich komme übers Dach. Damit recht. Ich kann mich nicht als CEO anmelden, wenn ich in einem Motorclub bin. Okay, ja, meine Güte. Warum kann ich kein CEO mit einem Doppelleben sein? Oder ein Biker mit einem Doppelleben? Eigentlich stehe ich auf warme Bäder mit Quietschhähnchen. Okay, ich bin gleich an ihn dran. Ja, ich hab ihn. Bestanden. Ich hab ihn. Jetzt habe ich noch ein bisschen Stress mit den Jungs, aber auch die verbrenne ich einfach mal. Ja, läuft ja. Easy. Nee, das ist doch welcher. Ja, dann müssen wir eigentlich jetzt wieder zurück tot. Zum Clubhaus, ne? So, jetzt ruft der Malk wieder an. Alright, confirmation came through. You're getting paid. Good work, people. Nee. Wie viel haben wir denn bekommen? Ich hab noch gar nichts gekriegt. Wahrscheinlich haben wir die schon gekriegt. Ich weiß nicht, wie viel das gebracht hat. Aber es war auch nicht cool, allein weil wir schon nicht zu zweit hier irgendwas machen gewesen. Bis jetzt war die zweite, die wir hatten, die geilste, also die letzte. Jailbreak, ne? Ja, Jailbreak, das ist bis jetzt das coolste gewesen. Ja, selbst da, ich meine, ich konnte dich begleiten, ja, aber es war nicht zwangsläufig notwendig. Ja, ist also klar. Also selbst das war so, ist ja schon so ein bisschen, weil wir sehr, sehr auf Coop spielen, wirklich das Coop-Ding. Okay. Wir können natürlich noch, es gab noch die dritte, die könnten wir noch machen. Ja, klar, ich will alle auf jeden Fall einmal gemacht haben. Ist doch klar, ne? Komm ich irgendwie wieder weg? Ich bin jetzt natürlich wieder im Nirgendwo hier. Der
noch einen Bildungsauftrag. Das ist doch. Dann möchte ich natürlich immer noch eins dieser speziellen Motorradrennen mit Prügeln machen. Okay. Sie soll es doch geben, oder? Achso, mit Flügeln? Mit Prügeln. Weißt du, wo du dich kloppen kannst hier so? Richtig mit dem Nahkampf offen. Achso, ja, Slipstream heißen die, glaube ich. Wie? Slipstream. Slipstream. Mhm. Das muss auch noch mal sein, ein paar Mal. Ja, ja, das will ich definitiv noch machen. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall schon wieder auf dem Weg zurück, ne? Ja, ja, ich auch. Ich hab noch Molotovs, das ist eigentlich ganz cool. Kann ich so auf dem Weg ein bisschen rumschmeißen. Ich habe die Tommy Gun bekommen für den Mord, aber ich hatte die vorher schon. Das war ganz witzig, weil ich habe die mit riesigem Trommelmagazin, deswegen ich hab alle der. Ich fahr jetzt hier mit so einem Molotov in der Hand rum. Das kommt natürlich ganz cool. So ein bisschen hier wie dieser Biker mit dem brennenden Kürbiskopf. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Das ist so ein Actionheld. Helder? Könnte Helder einmal gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ja. Aber Hellrider? Hellrider? Wahrscheinlich Hellrider, nicht Diver. Nicolas Cage gespielt? Oder? Ja, Nicolas Cage hat ihn gespielt. Ich habe ihn nicht gesehen, glaube ich. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe nur irgendwann mal Fotos dazu gesehen. Das war doch Hellrider, oder nicht? Hellrider war es, genau. Helldiver war das Spiel, das Gute, was wir jetzt holen wollten. Ja, ja. Vielleicht. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ah, es geht. Ist nicht mehr allzu lang. Ich bin auch bald da. Ich habe mich auch nur einmal hingelegt bis jetzt. Das ist ein guter Schnitt. Ich noch gar nicht, aber jetzt gehe ich in die Gebirgsregion. Also ja, ich bin auch. Hab einmal nachgeguckt. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin bald da. Vor allen Dingen nüchtern fährt er sich auch deutlich angenehm. Ja, das ist schon leichter, besonders die Sicht ist nicht so verzerrt. Sieht gut aus. Die Werbungen, die sie teilweise hier auf den Plakaten haben, sehen auch witzig aus. Da haben sie sich teilweise wirklich gut Mühe gegeben. Vor allem in der Innenstadt und sowas, wenn sie dann hier, ich sag nur hier diese. Auch wenn du auf die Graffitis achtest in GTA, das ist alles mit Liebe zum Detail gemacht eigentlich. Mhm. Ich sag nur Strapper und Teig. Das ist so witzig. Für die Uhren. Ich schmeiße die Bullen mit Molotovs. Okay, ich bin jetzt am Clubhaus. Ich auch bald. Erstmal sterbe ich noch. Was passiert, wenn ich sterbe und mein Bike da liegt? Und dein Bike was? Und da rumliegt. Ja, dann müsstest du wahrscheinlich irgendwo in der Nähe spawnen. Nee. Dann versuchst du jetzt zu holen. Es wurde beschlagnahmt. Ach so, ja, wenn du verfolgt wirst, wird es beschlagnahmt. Die Schweine. Jetzt müssen wir es eigentlich auslösen in der Innenstadt. Mhm. Dann müssen wir wirklich bis in die Innenstadt, ne? Das wird hart. Wir sollten uns erstmal die nächste Mission anschauen. Guck mal, ob du die jetzt einfach schon loslösen kannst. Wie mache ich denn das? Nee, du musst ins Clubhaus. Okay, dann gehe ich erstmal ins Clubhaus. Ich hoffe, da lungern nicht wieder irgendwelche Vögel vor unserer Putze rum. Nee, jetzt gerade immer noch nicht. Jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Besonders die sind auch mal so ein bisschen pöbelig drauf, ja. Vor unserem Clubhaus. Komm. Das ist so schöner Sonnenuntergang. Ach, schon nice. Gut, gehst du rein? Wenn ich könnte rein theoretisch auch das Auto holen, dann kommen wir schneller hin. Ja, wenn stimmt, du den Mock eh schon nicht mehr hast, dann will ich mal mein Auto, dann machst du es im Clubhaus fertig. Was meinst du mit Clubhaus fertig? Okay. Ich verstehe. Ja. Kannst du dein Auto eigentlich auch im Clubhaus parken? Ich weiß es nicht, ich werde es gleich mal versuchen. Ich glaube, du hast immer mehrere Standplätze, aber ich weiß nicht, ob ein Auto überhaupt geht. Ja, wahrscheinlich geht kein Auto. Okay. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber die Karre hat einfach Stil. So. Kurierdienst für Betäubungsmittel. Ja, genau, das machen wir mal. Baby. Buy the Pound. Beschaffe die Waren. Verlassen wir jetzt mal diese Clip-Hells. Ja, komm mal raus hier. Wie das aussieht da draußen.
Das ist echt ein ziemlich geiler Sonnenuntergang. Bei mir ist wieder gerade hell. Na, jetzt geht's. Stimmt, da hinten. Das ist sehr schön. Na dann, auf. Ich bin auch der Road Captain. Okay, Mike ruft wieder an. Okay. You're gonna collect this product for these people. Hat er bei mir auch schon. Das ist mal so Captain Obvious, könnten sie noch nennen. Er sagt ja immer das, was die eigentlich eh schon erzählt haben. Jetzt komisch, dass er eigentlich ja so redet, so als... Also, das käme irgendwie so aus einem Hip-Hop-Genre. Das passt nicht. Voll, da hätten sie auch irgendeinen so alten Biker hier nehmen können. So einen Audi. Ja, oder auch meinetwegen derselbe. Das hätte immer noch gepasst. Nur hauptsächlich, derselbe, wie er halt spricht, das passt nicht. Hey, yo, home. Ich bin voll der Biker, yo. Ponte ist relativ schnell. Sogar. Das will ich auch hoffen. Ich glaube, wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Wir müssen immerhin in die City, dann können wir danach auch mal ein Bike holen. Das trifft ja, sich ja, ganz ich gut. Ich will auch in die City. Das ist doch's nicht. Der röhrt, sag ich dir. Der röhrt. Was fährt der so? Wie schnell? Ich glaube 120 oder 130 Meilen pro Stunde. Was sind denn das in km/h? So 1,5 oder so? Ich glaube nicht doppelt so viel. Ist nicht doppelt so viel. Ich glaube, es ist 1:1,7. Könnte 1,6 sein. Irgendwie so. Aber durch die Seitenverkleidung teilweise den Sonnenuntergang aus, wird das so extrem abgeholt. Du siehst es wahrscheinlich schon. Nee. Hinter die Berge. Schön Fernlicht an. Also jetzt fahren wir 110, 112. Können wir noch die 120 drauf? Nee. Ja, der ist fast genauso schnell wie der Porsche zum Beispiel. Natürlich nicht wie der Hardcore-Porsche, aber den habe ich ja nicht mehr gekauft. Er wollte schon Hardcore-Porsche. Das schnellste Auto, was sie jemals in einem GTA-Teil gemacht haben. Alles für den Stil, alles für den Club. Aber wir sind auch bei Stahl. Ja, der ist schnell. Der ist schnell. Leute. Kann mich da hier nicht anrahmen, das ist Kunstwerk. Mit Kratzer. Ja, auch leider. Die Mona Lisa wird alt. Ich bin aber keine Mona Lisa. Nee, das kommt eigentlich aus einer Szene in Fight Club, wenn er seine ersten Zähne nach dem Kampf verliert. Ach so. So eine ganz Insider-Anspielung sozusagen. Das wird nur noch in die Kurve gedriftet, zeige ich dir. Ja, anders geht's damit auch nicht wirklich, ne? Nö, nee, geht nicht. Also du kannst natürlich bremsen und so. Wer macht das schon? Okay, wir haben's ja gleich. Ich bin mal gespannt, was bei Rogers Schrottplatz abgeht. Ich hoffe, es bleibt nicht eine reine Hohlbring-Mission. Kurz um Pleppenarbeit. Naja, ne, ich meine, die haben jetzt keine Hochschulprofessoren angeheuert. Ja, aber Männer fürs Grobe und ich hoffe, das Grobe kommt ja noch. Ich steig mal aus. Ja, mach mal. Ich stelle ihn dir schon mal so, dass wir besser einsteigen können, falls wir hier fliehen müssen. Triff dich mit den Dealern. Ich halte mal meine Gun bereit. Wenn man sich so mit Dealern trifft, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Da hinten sitzt du doch. Okay, ich bleib hier mal im Hintergrund. Ich bin der Road Captain. Okay. Ich komme mal ganz. Ich glaube, wir meiner AK im Hintergrund. Gib dich mal in Stellung. Yo, was geht ab? Bullen. Schaff die Ware von den Dealern. Ich muss die Dealer abknallen. Scheiße, ich habe nur meine Fäuste. Du musst den anderen Dealer dir holen. Schnapp ihn dir, renn ihm hinterher. Ich hab die Ware hier. Wo ist der denn? Der ist weitergerannt. Guck mal, das Päckchen. Wir müssen ich hab ihn, glaube ich. Okay, hol dir die Ware. Pass auf, hier links sind noch Bullen. Ach du Scheiße. Das okay, war die sind down, Falle. Die sind down. Ich weiß nicht, ob ich die zweimal nehmen kann, die Ware. Wahrscheinlich nicht. Hast du sie? Okay, zurück zum Auto. So, zurück. Ja. Wo bist du hin? Ja, wir müssen zurücklaufen. Glaub doch alle, wo du hergekommen bist. Okay, die werden hier noch irgendwo sein. Ja, ich sehe schon welche. Hinter uns. Hier vor uns auch. Wir sollten einfach vielleicht die nächste Karre nehmen. Das ist hier so ein Polizeiauto. Weißt du, was ich meine? Erstmal weg hier. Naja, aber ich musste die Hunde schon noch gehen, sonst nicht. Komm, steig ein. Das ist nicht meine, unsere Karre, das ist irgendeine Lahmkarre. Komm, was soll ich schnell? Komm mal hier, Bullenauto.
gut, dann steige ich bei dir ein. Okay, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Okay. Und mein Granatwerfer ist denn jetzt die Mission. Wo müssen wir mit dem Stoff hin? Schüttle die Cops ab in einem Polizeiwagen. Kann ich nicht mal eh, damit die Sirene erstmal aus ist. Okay, schütteln wir mal die Cops ab. Ich kann gleich noch mein Moped holen. Ich kann auf dem Weg gleich noch mein Moped holen. können wir machen. Nein, wir sind nicht umsonst hier als die Dirty Dozens bekannt. Ja, guck mal, hier gleich links rum ist das sein. Bei mir wird das nicht angezeigt. Ah, okay. Hier ist es. Wie bist du denn da hochgekommen über einen Wagen? Ich habe ein Auto daneben gestellt und nicht mehr das Dach raufgeklettert. Okay, dann hoffe ich mal, dass es geht. Er müsste klappen. Ist er hier drauf? Genau. Ja, genau. Perfekt, okay. Dann mach dich mal weiter oder komm zu mir rauf. Wenn du Bock hast, je nachdem. Eigentlich würde ich nicht den Bullenauto hier weggehen. Das bringt's gleich. Fahr das mal weg, aber. Ja, mach ich ja jetzt. Okay, Schlauberger. Jetzt noch aussteigen, schnell rauf. Alles klar. Sitzt du? Jetzt kann ich sogar tatsächlich wieder meinen Granatwerfer übernutzen, oder? Wenn du noch Granaten hast. Wo ist er denn? Wo sind sie denn? Alter! Ja, ich hab ja keine Third Person, Mann. Ich hab da irgendwas gehört. Schnell aufs Bike. Okay. Sehr schön. Steig auf, Digga. Damit werde ich den jetzt erstmal brutalst einheizen. Wo ist er denn? Nein, jetzt muss ich wieder durchscrollen. Ich hasse das. Komm schon, wo ist er? Da ist er. Wo sind sie? Da rechts hinter uns ist einer hier was? Warte mal, wir müssen hier erstmal abhängen. Dies ist doch die Mission, ne? Die Mission. Ja, die Mission, deswegen, wir werden jetzt erstmal los. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Ich schätze mal, wir müssen eher wieder nach außen irgendwo hin, kann ich mir vorstellen. Wir werden hier von heute angegangen. Ja, lass die mal. Nee, die greifen uns wirklich an. Also außerhalb der Bullen. Ja, ich hab sie in den Liver gejagt. Jetzt haben wir wieder Sterne, Mann. Jetzt wissen die wieder, wo wir sind. Ja, was soll ich sagen? Die haben uns wirklich angegriffen. Na gut, ich hab da keine Augen. Okay. Schieß aber nicht, fahr hier auf die Baustelle drauf. Das ist mal ein ganz guter Punkt. Jetzt rechts rein. Einfach schön aufs Gelände drauf. Da müssen wir es einigermaßen safe haben. Nee, hier geht's nicht gut weiter. Sieht gut aus. Hier können wir schön bleiben. Mach mal das Licht aus. Wie mach ich das? Setzen wir aus. Steig mal lieber auf, mein Lieber. Wieso denn? Wir müssen noch warten. Okay, wir sind sie los. So, wo soll die Ware? Ich markiere es mal gleich. Ah, okay, wir müssen im Endeffekt wieder fast nach Hause. Okay. Ich dachte mir sowas schon. Bist du drauf? Jo. Okay. Aber lass mich bei der Straße raus. Ich fahre dann, glaube ich, sogar mit meinem Auto. Dann fahre ich das wieder zurück in die Bank. Wo soll ich nicht hier einfach irgendwo raus? Naja, ich fahre mit meinem Auto. Okay. Ich kann auch auf dich warten. Ja, kannst du auch machen. Wollte dich zum Auto bringen. MC Road Captain. Ich kann Motorrad anfordern. Zombie Shopper. Fähigkeiten. Okay, Outfit. Was hat er denn als Fähigkeiten? Fahrzeug anfahren, ich kann Fahrzeuge ranholen. Ja, dann machen wir. Perfekt. Gut, dass wir dich als Road Captain eingestellt haben hier. Ja. Ich fordere jetzt einfach mal das Ding hier an. Keine Ahnung, was es ist. Da ist ein Heli. Ja, perfekto. Ja, easy, Digga, komm ab in den. Nicht nur irgendeiner. Ja, der kann nicht schießen, so wie es aussieht. Ja, komm, fliegen wir trotzdem erstmal ein Röntchen. Sauber, geil. Das ist eine schöne Fähigkeit. Dann okay, auf, Scotty. Ich bin ein guter Motorradfahrer, das heißt nicht, dass ich ein guter Heli-Pilot bin. Ich kann jetzt mit der Überwachungskamera überwachen. Ja, aber die ist auf Dauer nervig. Man kann schön ranzoomen. Ja, die Optik ist nicht schön an sich. Ja, die aus, warum haben die keine Full-HD GoPro oder sowas, ja? Dass man es richtig gut sieht. Geil. Ja, Digga. Alter, das sieht schon sehr knapp aus. Das macht einfach Laune. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal auf den Jute Berg rüber. Oh, guck mal, da ist das schöne Wildwood-Zeichen. Ey, noch 20 Minuten, das sollte klappen. Das hat mich übrigens, ich glaube, 1000 Tacken gekostet, das Ding zu spawnen. Mhm. Ja, das ist jetzt trotzdem okay, ne? Was kostet was? Die kriege ich einfach so. Und da gab es noch andere Sachen. Ich konnte noch andere Sachen spawnen.
Jetzt müssten wir uns eigentlich müsste ich noch einen anderen Job rankriegen, damit ich mir noch die anderen Sachen angucken kann. Mhm. Man at Arms, was kann der denn wohl machen? Kriegt der vielleicht eine fette Waffe? Ja, oder der Enforcer. Oder kein Munis. Ich schätze mal, der Vice President kann einfach nur machen, was der Präsident machen kann. Keine Ahnung. Wir müssen gekonnt drüber, wir müssen eigentlich abspringen. Meinst du nicht auch? Weil wir können nicht mit dem Heli da einfach raus. Aber wir müssen ja auch die Ware zurückbringen. Also direkt hier unter uns ist es. Wo ist denn das dort genau? Ich gehe schon runter. Ich glaube, ich sehe es dort. Ja, sieht den Punkt. Abspringen, ja? Nee, nehme ich an. Beim Clubhaus dürfen wir nicht mit dem Heli ankommen. Alter, ist das kein Moped? Ah, hast recht. Fahr uns mal schön rein. Besser gesagt, flieg uns rein. Sauber, 27.500. Mhm. Da kriegst du gut Kohlen für die Scheiße. Da kommt was rum. Obwohl ich auch die Mission ein bisschen eintönig irgendwie fand. Ja. Jailbreak war bis jetzt noch das Beste. Bis jetzt war es wirklich Jailbreak. So, was will Mark wieder? Okay, so, oder? Okay, aussteigen. Leertaste, ne? Nee, F. F für, ich meine, für Fallschirm. Für Fallschirm. Danach den Leertaste. Der spielt ab, der spielt ab. Ich auch. Ja, ich bin noch nicht abgeschmiert. Der Heli spielt ab. Da fällt er. Was? Wunderbar, direkt über dich rein. Guckst du ja. Mit dem hübschen Fallschirmchen. Ja, ich weiß. Man kann die irgendwo sogar ändern, aber ich weiß bis jetzt nicht wo. Aber ich habe bei anderen schon gesehen, dass die andere Sachen haben. Du kannst ja auch irgendwie andere besorgen, glaube ich. Ja, das habe ich doch gerade gesagt, Mann. Ja, die musst du aber kaufen, denke ich mal. Nee, ich weiß aber nicht wo. Okay, dann machen wir noch eine. Was sagst du dazu? Wir haben noch eine, da ist doch noch eine andere, oder? Das ist doch noch was anderes. Gehen wir mal rein. Ich bin mal gespannt, ob da noch was anderes ist. Wir werden es gleich rauskriegen. Nur hin. Das Clubhaus. Ja, da bin ich auch. Aber ich sehe dich nicht. Jetzt sehe ich dich. Bist du? Ich sehe dich, glaube ich. Bin schon in der Charge, Digga. Ja, bist schon in der Charge. Sehr schön, dann gucken wir mal. Was haben wir da noch Feines? Nur wieder Jailbreak. Hier ist gerade nicht viel los. Na, kannst du vielleicht nicht. Die haben wahrscheinlich irgendeine Zeit, in der die vielleicht ablaufen oder sowas. Diese Mission ist wieder verfügbar in 1.37. Stand da nur. Sonst haben wir keine. Kannst du irgendwie dem Club Geld überweisen? Dem Club? Mhm. Nee, wie soll ich denen Geld überweisen? Weiß ich auch nicht. Wie meinst du wegen den Farmen? Genau. Also dafür ja, ich weiß nicht, ob es geht. Ich kann dir aber warten, mal bleib mal stehen. Was ich machen kann ist. Guck mal, das machen konnte. Ich glaube, ich kann dir von dem letzten Job ausgehend irgendwie Geld überweisen. Kein Bargeld dabei. Ich muss eigentlich Geld abheben. Wo hebe ich denn Geld ab? Wo hebe ich denn Geld ab? Das ist einfach ganz normal beim Internet. Abhebung. Ja, wäre perfekt. Ja, der wird vom Handy aus abgehoben. Auf einmal habe ich Scheine in den Taschen. Ich druck mir die. 3D-Druck. Hier sind echt coole Poster ausgestattet. Ich gucke das Ganze gerade mal so ein bisschen an. Details. Ja, kannst du mir jetzt Kohle geben? Okay, pass auf, ich versuch dir jetzt einfach mal hier tatsächlich einfach so eiskalt Geld zu droppen. Drop the money. Oh, nee, fuck. Drop the money. Ausgewählt. Warte. Drop noch ein Versuch. Money. Der Präsi will dein Money. Bares? Ich kann Bares nicht anwählen. Wieso denn nicht? Vielleicht hier drin nicht. Komm, lass mal kurz mal rausgehen. Ja, komm hier, ist doch. Gehst du direkt raus. Wäre so, als könnte man das einfach droppen. Nee, kann ich nicht. Boah, ist doch gemein. Das ist ja scheiße. Fahrzeuge, Inventar, Stil, nee. Na gut, ich schau mal nochmal nach, was das so kostet, aber ich glaube, wir sind noch nicht dran. Ne? Das waren irgendwas 600. Na, das ist doch schade. Na gut, zahle ich euch alles wieder ein. Ivan,
Okay, dann mal dann. Ja, ich weiß nicht, wir können nochmal Jailbreak machen. Wir können aber auch gucken, ob wir zu so einem Slipstream-Ding kommen. Jailbreak braucht noch ein bisschen. Ich würde deswegen erstmal sagen, Slipstream. Warte, ich gucke ihn nur kurz an das Notebook. Und schau nach. Ah, setz dich hin. Das dauert immer ein bisschen hier. Ich meine, wir machen gut Kohlen mit den Jobs, so ist nicht. Das müssen wir früher oder später eigentlich noch finanzieren können. So, aber ich muss nochmal zum Waffenhändler. Aktiver Job des ausgesuchten Gegnermodus aktualisiert. Hm? Ah, ich muss einer öffentlichen Sitzung beizukommen, zu Open Netzwerk zu kommen. Aber es waren 600 Riesen und die haben wir noch nicht. Dann müssen wir erstmal ein bisschen hasseln. Jetzt bin ich im Klo gelandet. Bin ich doch gar nicht hin. Okay, ja, dann auf die Bikes und dann suchen wir uns mal so ein Rennen. Was machen wir? Warum brauchen wir die Bikes nicht? Das ist ja ein regulärer Job, ne? Ich werde einfach mal eins starten und dann lade ich dich gleich ein. Joppes. Joppes spielen. Von Rockstar erstellt. Und wo das war. Gegnermodus. Ich find's nicht, aber vielleicht kriege ich es hier schon rein. Warte mal. Muddin Slipstream. Da haben wir doch was. Okay. Ach. Okay, dann lad mich mal ein. Ja, warte. Ich bin noch im Ladevorgang. Das ist GTA. Hier ist sogar noch so ein anderer Typ mit drin. Das ist ja schon mal ganz schön. Wir brauchen dafür nämlich mindestens 4 Leute. Okay, du bist eingeladen. Okay. Shopliste nehmen wir an. Bam, bam, bam. Der hat ja mal... Bitte lief nicht. Geil. Was denn? Ne, der schreibt bitte lief nicht. Verbindung zur Sitzung fehlgeschlagen. Die Sitzung existiert möglicherweise nicht mehr. Kehre zu GTA Online zurück. Fortfahren. Für mich steht noch eingeladen. Nee, ich stehe jetzt irgendwo auf dem Berg. Ohne Schmarrn, ich stehe jetzt irgendwo auf dem Berg im Nirgendwo. Och, die können mich doch mal. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Hier steht immer noch, dass du eingeladen wirst. Also insofern ist das jetzt... Ich glaube, hier können wir kann ich auch nicht so machen. Also ich muss hier tatsächlich wieder rausgehen. Der wird sich verdammt nochmal ärgern. Ich hänge in der Walachei. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich bin im Nordwesten der Karte, überhalb des Flusses, der in den See führt. Okay. Das ist doch voll. Also was soll das denn? Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Versuche einfach nochmal einzustarten. Ja, ich mache es jetzt normal und dann lade ich dich wieder ein. Ich fahre in der Zeit schon mal Richtung Clubhaus. Ich glaube, das musst du nicht mehr unbedingt. Obwohl, doch. Nee, du hast auch eingestellt, dass du jetzt auch beim Clubhaus spawnst, oder nicht? Na, siehst du. Brauchst du es schon gar nicht mehr. Dann fahre ich einfach nur den Abhang runter. Er wird sich auf jeden Fall ziemlich ärgern von ihm. Er hat noch geschrieben, bitte lief nicht, also nicht wieder rausgehen. Oh, wir sind eine Menge Leute drauf. Ich meine, da können wir ja nichts für, ne? So. Okay, du bist eingeladen. Mach lieber fix, das Ding ist nämlich rattenvoll. Komm schon, das muss klappen. Das Ding ist rattenvoll. Ich logge mich ein. Also, es sieht ganz gut aus. Es muss. Du trittst bei. Ja, die Lobby ist voll. Warte, freu dich. Ja, sehr schön. Das war so witzig, weil der hat geschrieben, halt bitte lief nicht. Dann habe ich geschrieben, machen wir, haben wir nicht vor. Dann fragt ihr mich, wir, weil nur ich drin war. Dann habe ich auch zurückgeschrieben, das königliche wir. Ja, und dann bin ich gelieft. Okay, bin ich mal gespannt. Dieses mit X drücken ist einfach super eklig. Das geht hier auch, oder? Ja, ich glaube, man muss das hier irgendwie auch machen. Hier steht so, ein Rennen, in dem Fahrerteams zusammenarbeiten müssen, um Kontrollpunkte zu postieren. Die Fahrer müssen einander Windschatten geben, um Temposchübe zu ermöglichen. Hä? Also klingt nicht nach Kloppen. Klingt nicht nach Kloppen, ne. Aber das ist der neue Spielmodus, das ist Slipstream. Vielleicht gibt's hier gar nicht das, was wir uns darunter vorstellen, sondern nur diese Mission, wo du rumfährst und dann irgendwie mehr Sterne kriegst. Okay, Oranges Team, Lila ja, Team, passt. Wir nehmen Oranges. Gewinneraktion. Ich will auf Hühnchen? Ja, ich nehme Hühnchen. Bereit zu spielen. Bin ich mal gespannt. Ja, kommt Leute, los. Können wir hier mal loslegen? Wird fortgesetzt in 10 Sekunden. Ach so, ja. Halt GTA. Nee, okay. Es geht tatsächlich los. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich meine, wir haben es noch nie gespielt. Die anderen werden sich sicher freuen, uns im Team zu haben. Zwei Noobies bei einem Team von 4 Leuten. Keine gute Sache.
Okay, wir fahren alle dieselben Bikes. Erstmal auschecken, ob man prügeln kann, ne? Ich glaube überhaupt nicht. Ich wette schon nein. Kein Prügeln. Kein Prügeln. Ich gehe auf jeden Fall wieder in die Third Person. Ich gehe einfach ins Slipstream von jemand anders. Nee, komm, First Person, Digga. First Person. Ja, das ist ein. Ja, aber es ist einfach bei dem Rennen. Ja, komm. Was ist denn da los? Du kannst prügeln und ich wurde runtergeprügelt. Ja, wie denn? Ich hab einfach ganz regulär. Ja, stimmt, du hast recht. Okay, dann kann man auch First Person gehen, weil sonst nervt das wirklich. Geile Sache. Jetzt müssen wir prügeln, Digga. Welcher Posi bist du? Ich bin Position 2. Nkuto, respawn! Nkuto, stopp! Fahr mal hier an. Folge den Kontrollpunkt mit deinem Team. Okay, wir müssen mit dem ganzen Team hier durchfahren, oder was? Ich raff das nicht, End. Doch, doch, ich glaube, wir müssen hier alle zu dem Punkt, wo wir chillen. Ich bin aber weitergefahren. Nkuto, OMG, read! Nkuto, hold F! Geil! Ich bin hier beim Team, wir müssen durch diesen Punkt, von dem wir stehen. Hier sind nicht alle. Also damit meine ich, du bist nicht da. Wir sind hier zu dritt. Guck mal, ob ich F gedrückt halten kann. Ja, drück mal F gedrückt, genau. Ja, und da bist du. Sauber, sauber. Okay. Da wurden wir. Jetzt haben wir Freunde. Tja, so ist das mit Noobs on Tour. Wir sind hier schön im Windschatten fahren, da kriegt man irgendwie Hardcore Boost statt da. Geklappt. Dazu gibt es irgendwie so einen harten Windsound. Das glaube ich soll der Windschatten wahrscheinlich sein. Okay, ich bin jetzt hinter dir. Ich sorg mich jetzt schön an, jetzt sorgst du dich mal in den Windschatten, komm. Ja, ich hab so einen Windsound. Wir haben es nicht genommen. Haben wir es nicht genommen? Wir haben es nicht genommen. Alter, was geht denn? Was macht der denn da vorne? Tja, der jetzt sitzt. Das Witzige ist, wir sind immer noch Position 2. Die anderen kommen überhaupt nicht, auch nicht mit klar. Erkläre ich uns mal. Das ist eigentlich eine andere Waffe. Ich will nicht die Rock. Ich habe einen Kriegsbeil. Alter, da sind welche an uns vorbeigefahren. Ja, was willst du da machen? Ich habe hier ein richtiges Kriegsbeil. Geil. Alter, wo kommt denn unser Typ jetzt? Ich hab rechts, Sange. Nee, das Kriegsbeil ist schon irgendwie das Geilste. Der fährt das Rennen da, glaube ich, jetzt einfach zu Ende. Arno spielt es wieder da. Sauber, es geht weiter! Ja, heula, die Waldfee! Position 3 von 4 sind wir nur noch. Also ja, die einen sind ja aus voller Art uns vorbeigefahren. Oh, doch, wir haben's! Wir haben's, weiter. Gerade so. Oh Mann, das ist eine witzige Sache irgendwie, aber da müssen wir noch besser durchsteigen. Da scheinen ja echt viele nicht zu kapieren. Gut, ich meine, das ist jetzt erste Runde überhaupt hier. Ich fetz hinter dir her. Gleich vorbei. Ach. Wir müssen uns gegenseitig Windschatten geben. So stand es auch in der Beschreibung. Das heißt, lass fahr mal ein bisschen vor. Dann zieh ich mich ran, dann ziehst du dich wieder ran. Komm. Haben wir's? Haben wir. Okay. Die hängen jetzt ein bisschen zurück, wir müssen beim nächsten auf die warten. Nee. Müssen wir nicht mehr. Nee. Schade, ja, jetzt müsste es irgendwie gehen. Scheiße. Immerhin vier Riesen, ja, ey, komm, ganz ehrlich. Sorry. Nee, den meinte ich dich. Du bist ja auch zurückgekommen. Ja, das hat bei mir nicht. Auch ein bisschen gedauert, aber ey, erste Runde, das war eine Ranz-Move, ey. Achso, ja, klar. Guck mal, 10.000 hat das gewinnt. Gefällt. Guck mal, hier gibt's noch mehr. Ja, sauber. Das will ich nicht. Slipstream 6 würde ich sagen. Auf die Nummer 2, damit wir ein bisschen Variation rekrutieren. Jetzt auf den. Das ist ja chillig.
entschieden. Ja, könnte ganz witzig sein. Könnte ganz witzig sein. Aber ich würde sagen, die nächste Runde heben wir uns auch auf für das nächste Völklein. Indem wir uns dann hoffentlich wiedersehen, Freunde.